Lou Andreas Salome, fast auf den Tag genau vor 150 Jahren in St. Petersburg geboren. Eine femme fatale auf allen Ebenen, die nur irgendwie möglich sind. Die Religion war ihr Leitmotiv und Wissenspotenzial. Geistige und gesellschaftliche Freiheit aber war ihr Antrieb. Friedrich Nietzsche ist völlig auf sie abgefahren und ernannte sie gar zu seinem Geschwistergehirn. Lou Andreas Salome war viel auf Reisen, schrieb Briefe, gründete philosophische Tafelrunden und verfasste Bücher zu Ibsen, Nietzsche, Rilke, über Jesus und Gott, über Weiblichkeit und Erotik. Kurz, eine Frau, über die sich zu sprechen lohnt. Juri Steiner tut es, und zwar mit Lou Andreas Salomes Biografin Kerstin Decker. Sehr geehrte Frau Decker, wer war eigentlich diese Lou Andreas Salome, diese Sammlerin von seltsamen und kostbaren Ichs? Ja, etwas haben wir, glaube ich, eben schon gehört. Sie war eine Petersburger Generalstochter. Und um das noch genauer zu sagen, sie kam zur Welt also vor 150 Jahren. Und es war zugleich das Jahr der Aufhebung der Leibeigenschaft in Russland. Das ist als Zeithintergrund, glaube ich, immer mitzudenken, obwohl es sich in ihrem Leben gar nicht so unmittelbar spiegelt, wie alles Politische sehr wohl registriert wird, aber sich nicht eins zu eins, beziehungsweise eigentlich, man denkt fast, diese Frau hätte ein unpolitisches Leben geführt. Dann ist sie natürlich die Autorin ihrer Bücher, aber sie ist noch mehr. Sie ist vor allem die Autorin ihrer Biografie. Und das ja zu einer Zeit, als gerade den Frauen nun noch überhaupt nicht die Urheberschaft an ihren eigenen Biografien zugebilligt wurde. Tja, von der Seite ihrer Wirkung her gesehen, und dann ist es natürlich doch eher die Wirkung auf die Männer, da schien sie denen doch Muse durchaus, aber auch Monstrum und das zugleich. Jemand hat das mal sehr schön beschrieben, ihre Besonderheit oder die Besonderheit ihres Verhältnisses zu Männern. Denn nach diesem Liebesverhältnis brachten dann die Männer jeweils 9 Monate später ein Buch zur Welt. Und ja, das mit der Sammlerin seltener, kostbarer Ichs, das stimmt schon. Aber ich glaube, man darf die Sammlerin nicht überbetonen. Und es verweist auch nicht auf eine, wie soll man sagen, ungezügelte Sexualität, sondern eigentlich mehr auf ein wissenschaftliches Bedürfnis, auf ein Beobachterinnenstatus, den sie eben doch, ich glaube, im Verhältnis zu den meisten Menschen einnimmt. Und ich werde versuchen darzustellen, dass man ihr das nicht unbedingt vorwerfen muss. Sie haben jetzt den Fächer sehr weit aufgetan und man merkt, wie kompliziert es werden wird, Lou Salome festzusetzen in ihrer Biografie, in ihrem Werk. Aber was mich interessieren würde, was hat sie eigentlich dazu bewegt, eine Biografie über Lou Salome zu schreiben? Es gibt Biografien schon zu ihr, es gibt, wie soll ich sagen, immer Wellen des Interesses. Es gab eine große Welle, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren. Es ist dann wieder so ein bisschen abgeebbt und jetzt zum 150. Geburtstag. Aber das kann es ja nicht sein, dieses runde Jubiläum. Nein, das ist es nicht. Und ich glaube auch, dass bedauerlicherweise ihr Name oder der Resonanzraum ihres Namens enger geworden ist. Und das zu ändern wäre doch ein gutes Anliegen. Aber ich glaube, was aber jedem so geht, wenn er sich in irgendeiner Form mit Nietzsche beschäftigt oder sich in irgendeiner Form mit Rilke beschäftigt, dann stößt man sofort auf ihren Namen. Und mir ist das schon sehr früh passiert. Und dann kommt dieses Moment von negativer Faszination. Man denkt, was macht diese Frau denn da? Das sind zum Teil wirklich Aktionen einer seelischen Grausamkeit und man versteht es nicht, beginnt sich mit ihr näher zu beschäftigen, versteht erst mal noch weniger.
Ja, und bis man dann, und das ist für mich das Faszinierende gewesen, diese wirklich ganz eigenständige Denkerin entdeckt. Und ich würde so weit gehen, zu vermuten, dass sie könnte die erste Intellektuelle Deutschlands gewesen sein. Und zwar in diesem Feld, also das die Bezeichnung einer Intellektuellen verstanden, eben, dass sie nicht Dichterin war, nicht Künstlerin, aber auch nicht das akademische Feld besitzt, sondern es ist auf einer Wahrnehmungsgrundlage eine Form von Essayistik, so des Denkens in Versuchsanordnung, die zugleich niemals abstrakt wird. Und es ist faszinierend, und diesen Raum auszumessen, das hatte ich mir schon lang gewünscht. Und natürlich, man würde es nicht tun, wenn man meint, dass anderswo in anderen Biografien die Dinge schon so ausgesprochen sind, wie man sie selber sehen würde. Und dass ich die Chance bekommen habe, meine Sicht darzulegen, dafür bin ich durchaus sehr dankbar. Könnten Sie vielleicht die Leitmotive, es gibt ja vielleicht doch in diesem ganz komplexen Universum Lou klare Leitmotive in Ihrem Leben, die Sie immer begleiten, die Sie weiterentwickeln, könnten Sie diese mal benennen oder zusammenfassen? Ja, ich glaube, das Beste wäre, hier eine Urszene kurz zu schildern und ihre Brechung, weil die vielen Missverständnisse, die sich um ihren Namen ranken, und gerade die populären Missverständnisse, also in Femme Fatale klingt das schon an, die Wirkung hat sie gehabt, aber es war eben keineswegs nur eine so die besondere erotische Ausstrahlung, die sie besaß, sondern es war zugleich eben eine sehr geistige. Und das kann man, glaube ich, nur verstehen, indem man ihren Kindheitsraum näher betrachtet. Und das war, sie selber hat es so ausgedrückt, aber ich habe es zu Anfang in dem eigentlichen Gewicht dieser Aussage eigentlich auch nicht verstanden, sondern erst nach und nach. Sie sagt, mein frühester Umgang, die Kindheitserinnerung, die sich allmählich vor alles andere geschoben hat, wäre ihr Umgang mit Gott gewesen. Und nun kann man natürlich sagen, okay, meiner nicht, also interessiert mich das nicht weiter. Aber sie war nun eine Selbstbeobachterin von hohen Graden, und sie hat das nie vergessen. Sie hat es später so formuliert: Es war mein Besitz, es war mein Gott. Sie hätte ihn durch Zufall in dem Gott ihrer Familie und der Kirche entdeckt. War überhaupt nicht deckungsgleich. Es war im Grunde genommen die Erweiterung diese Gottesfigur, die Erweiterung ihres eigentlichen kindlichen Ichs. Gott als Spiegel ihrer selbst, eines kleinen Mädchens. Es gibt eine Stelle, nicht, wo beschrieben wird, dass sie Gott eigentlich nur als großes Ohr gebraucht hat und nicht als Resonanz. Genau, wahrscheinlich ist es auch so, Gott war stumm, aber Philosophen bemerken eigentlich doch recht selten, dass ihnen keiner zuhört. Gott war also der ideale, dass er ihnen nicht antwortet. Und Gott war der ideale Zuhörer für sie. Und dass die Psychoanalyse später den Namen für dieses Phänomen, man muss das überhaupt nicht in irgendeiner Form mit Gott zusammenbringen, wohl aber mit der Merkwürdigkeit, dass etwas Endliches sich im Unendlichen spiegelt und sich natürlich gleich, wie wahrscheinlich jede Kindheit, wenn sie eine Kindheit ist, sich als etwas Unendliches wähnt. Ja, und aus dieser, und was ich vergessen hatte jetzt zu sagen, die Bezeichnung der Psychoanalyse dafür lautet dann schlicht Narzissmus. Und das ist natürlich genau das Moment, auf das Lou Andreas Salome zentral reagieren wird und zugleich sofort spüren wird, hier wird meine eigene Sache verhandelt, aber eben nicht als Krankheitsgeschichte, sondern als Geheimnis einer übergroßen Gesundheit, auch seelischen Gesundheit. Jetzt lassen Sie mich doch noch kurz eins ergänzen, weil das wäre jetzt unvollständig. Diese Urszene, man kommt nur zu ihr selbst, indem man den Bruch mitdenkt. Und der geschieht in ihrer Entwicklung sehr früh, als sie noch ein Kind ist. Sie macht, ich kann den Anlass jetzt nicht weiter schildern, schlicht und einfach die Erfahrung der Vergänglichkeit.
Und in dem Moment verliert sie ihren Kindheitsraum, diesen Gottesraum. Und sie hat es später sehr schön gesagt, es war der Beginn des russischen Frühjahrs und sie sitzt auf ihrer kleinen gelben Kinderschaukel und ist wahnsinnig traurig und sieht praktisch das Aufbrechen der Natur und fühlt sich selbst nicht mehr zugehörig und fragt sich, warum es überhaupt noch einen Frühling geben kann nach dieser Welt als Gotteskatastrophe. Mhm. Und dieser Gottesverlust und natürlich auch der Glaubensverlust, schön, der ist ganz zentral. Den hat sie also fast noch als Kind. Entschuldigung. Vielen Dank. Ja, was ich wichtig finde, ist auch, wenn man sich jetzt zurückversetzt vor 140 Jahren, ja, und sagt Religion, dann denkt man sehr schnell, dass das vielleicht auch viel mit Zwang zu tun hat, mit einer Gesellschaft, die einem Religion aufzwingt. Das war ja bei Lou schon speziell auch. Das war sehr speziell. Wahrscheinlich hätte sie dann sich zu den konventionellen Gottesübungen verstanden, die alle ringsum, einschließlich ihrer eigenen Familie, ausübten. Und genau das hat sie nicht getan. Sie hat es also betont, dass dieser Gott als quasi Spielgefährte, als ihre eigene Seelenerweiterung, weiß Gott, ihre eigene Entdeckung gewesen ist. Und Zwang ist gegen dieses Mädchen merkwürdigerweise und für eine Kindheit noch tief im 19. Jahrhundert ist das schon ungewöhnlich und gerade für eine Mädchenkindheit nie in Anschlag gebracht worden. Und man kann es eigentlich auch nur so verstehen, dass sie ist das jüngste Kind gewesen der Familie. Das war natürlich vom Hintergrund eine deutsche und deutschsprachige Familie. Auch wenn der Vater ursprünglich südfranzösischer Herkunft war, aber schon zur Zeit der Hugenottenverfolgung, also dann aus Frankreich schrittweise gen Norden und Osten gewandert ist, also bis er dann irgendwann im zaristischen Russland ankam, Träger des russischen Erbadels wurde. Wie gesagt, fünf ältere Brüder, sie muss ein ursprüngliches Wohlgefallen in den Augen aller männlichen Familienmitglieder gelesen haben. Also insofern war auch das, also diese Spiegel ihrer eigenen Familie, eigentlich Ermutigung für sie und nicht Einschränkung. Diese Einschränkung war ihre Mutter. Mhm. Und zu ihrer Mutter hatte sie in ihrer Mädchenzeit und lange auch in ihrer Jugend ein durchaus sehr herablassendes Verhältnis, wie wahrscheinlich gegenüber Frauen überhaupt. Gut, Sie haben die Leitmotive jetzt über die Religion eingeführt von Lou und wir sehen sie jetzt als Generalstochter, die auch Generalin ihres eigenen Lebens wird, ganz sich genau nichts befehlen lässt, die ihren Vater, glaube ich, als sehr tolerante Person ihr gegenüber oder liebende Person als aufgenommen liebende, hat. Auch als zärtliche. Als sehr zärtliche, ja, was mich erstaunt hat nicht in ihrer Biografie, ihre Mutter nicht. Die Generalscha, wie sie sie genannt hat, das war eher die Generalin als der Vater. Mhm. Aber die Liebe eben, als wenn man von Religion spricht und wenn man ein weiteres Leitmotiv sucht bei ihr, dann findet man es sehr schnell, das ist die Liebe und dann dahinter dann natürlich der Eros. Und wenn man diese Liebe definiert, dann kommt man sehr schnell auf das, was man die Lou-Männer nennt. Wen hat sie geliebt? Wir wissen, dass viele Männer sie geliebt haben, aber wen hat Lou selbst geliebt und konnte sie überhaupt lieben? Ja, das ist nämlich das die Schwierigkeit. Es gibt eine Novelle, die eine Freundin geschrieben hat, wo sie eigentlich die Hauptfigur ist. Natürlich heißt sie nicht Lou. Und es ist aber doch wahrscheinlich ein sehr genaues Porträt. Und eine der Kernaussagen lautet dort, und vor allem sie selber sagt es, ich bin nicht vollkommen, ich kann nicht lieben. Mir fehlt das Elementarste überhaupt. Und wenn man das verstehen will, dann muss man es wohl nehmen in dem Sinne, also das lieben können im Sinne einer vollkommenen und vollkommen schrankenlosen, auch bedingungslosen Hingabefähigkeit. Das ist zum Beispiel
genau die Definition, die die Zeit und ja von Mephisto bis zu Friedrich Nietzsche, darüber ist man sich einig. Die Liebe der Frauen ist die bedingungslose, schrankenlose Hingabe. Diese Art Liebe, zu dieser Art Liebe wird sie sich niemals verstehen. Und man kann ihr durchaus eine gewisse Kälte attestieren. Ja, und ich glaube, um auch die Lu-Männer zu begreifen, muss man doch, von einer anderen Seite noch kommen. Der erste war Friedrich Nietzsche. Und dem Mädchen, dem er begegnet ist, das war eben nicht die liebende, erotisch aufgeschlossene beziehungsweise in irgendeiner Form auch nur bedürftige Person. Denn nachdem sie also ihren Kindheitsgott, ihren Besitz verloren hatte, war ihr klar, dass sie sich nicht konfirmieren lassen konnte. Und die ganze Sache hatte eine durchaus große Delikatesse und die bestand darin, dass ihr Vater der Gründer der deutsch-reformierten Kirche in Russland gewesen ist. Und seine Tochter wollte also in diese Kirche, die eben gegründet wurde, gar nicht erst eintreten. Und die Bewegung, die sich jetzt bemerken lässt, sie hat es als Lauterkeit gegen sich selbst empfunden. Sie hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn sie diesen Schritt getan hätte. Also das war ja sowieso ein durchaus blasphemisches Verhältnis gegenüber Gott. Also wenn das Unendliche dazu da ist, Spiegel des Endlichen zu sein. Und jetzt verkehrt sich all das und sie wird es nicht tun. Und diese Selbstbehauptung und ihr ganzer großer Wissensdrang schon in frühester Jugend ist genau dem geschuldet. Ich stehe praktisch gegen die Konvention, ich stehe gegen alles, was alle anderen so ohne weiteres tun können, wie rechtfertige ich mich angesichts dessen selbst? Und daher kommt ihre wahnsinnige Bildung gegenüber dann auch selbst Nietzsche und der Freund Paul Reh also nur sagen können, Hut ab. Sie haben es angetönt, also jetzt kommen diese beiden Männer, eben Nietzsche, ja. Nietzsche ja. Der sehr zentral ist ja. Für den Lu. Sehr zentral ist, sie ist also viel mehr als einfach nur eine Muse für ihn. Ich versuch das mal ganz kurz zu umreißen. Ja, vielleicht betten wir noch schnell einfach diese Beziehung ein, bevor wir das machen. Also sie heißt, Lu ist 21, trifft in Rom diesen Nietzsche. Es entwickelt sich eine Art Dreiecksbeziehung, die nichts Erotisches hat. Dieser Paul Reh möchte sie heiraten, sie gibt ihm einen Korb. Nietzsche möchte sie sofort heiraten, schon bevor er sie kennt, quasi möchte sie heiraten. Da aber eben als mehr als dienstbaren Geist. Klar, geht über Reh. Ja. Reh und Lu besprechen miteinander, wie man das Nietzsche beibringen kann, dass sie nicht heiraten will. Und diese Wohngenossenschaft, die sie gründen möchten zu dritt, klappt ja dann auch nicht wirklich. Und die Liebe von Nietzsche zu Lu, die sich dann wirklich auch im Zarathustra niederschlägt. Und da möchte ich diese bedingungslose Liebe, da möchte ich sie ein bisschen noch festnageln. Es gibt auf Seite 29 in ihrer Biografie eine sehr schöne Stelle. Wissen Sie welche? Soll ich mal nachschauen? Unten rechts. Wenn Sie die uns vielleicht kurz vorlesen würden. Vielleicht hat Nietzsche. Ja, ich glaube, bin ja eben schon mal kurz darauf gekommen, auf diese Vorstellung von vollkommener bedingungslose Hingabe als Wesen der Liebe der Frau. Und da schließt es ganz gut an. Vielleicht hat Nietzsche gar nicht so Unrecht gehabt mit seinem Theorem von der vollkommenen bedingungslosen Hingabe des Weibes. Damaliger Sprachgebrauch. In Lus Fall hat er nur die entscheidende Konkretion vergessen. Unbedingte Hingabe, ja, aber an sich selbst, an die eigene Zukunft. Von diesem Lebensplan wird sie nie abzubringen sein. Nur braucht sie keine Frauenemanzipation, um wollen zu wollen. Es ist kein Verdienst dabei, die Generalstochter kann nicht anders. Sie hat den militärischen Rang ihres Vaters einfach übernommen. Lu von Salome, der General des eigenen Lebens. Sie wird sich lebenslang außerstande sehen, anderen Befehlen zu folgen als den eigenen. In frühester Jugend hat sie Gott verstoßen, danach einen 42-jährigen holländischen Pfarrer und Familienvater. Was macht da ein Philosoph mehr oder weniger?
man spürt diese Bedingungslosigkeit und diese Härte, ja, diese auch Härte von Lou. Genau. Und dass natürlich Lou als Übermädchen in die Geschichte eingeht. Und da haben Sie auch eine schöne Stelle, weil Sie das Übermädchen Lou in Relation bringen mit den Monsterkindern unserer heutigen Generation, also diese Kinder, die seelisch völlig unreif sind, denen man alles gewährt, das sind alles kleine Lus, die wir heute produzieren? Man könnte es tatsächlich so sagen, aber ich habe jetzt dieses Wort von den Monsterkindern nur übernommen, nur kolportiert, also das wäre jetzt nicht meine Aussage über die Kinder von heute, aber eine Problematik ist da eben tatsächlich spürbar. Also die Möglichkeit, so eine freie, eigentlich von doch fast allen Eltern, insofern sie nicht überfordert sind, also dieser Versuch, den eigenen Kindern eine möglichst freie, fast schrankenlose Kindheit zu geben. Also alle Entwicklungsmöglichkeiten, die in einem Kind eingeschlossen sind, alle Anlagen, dieses Kind ausleben zu lassen, das ist ja etwas Wunderbares. Und wenn dann wieder eine Selbstbeschränkung, wie soll man sagen, ein fast sich zusammenziehen nach innen von Seiten dieser Kinder erfolgt, wenn da also etwas produktiv wird, so wie Lou produktiv wird in ihrem großen Erkenntnisdrang, dann ist das wunderbar. Ansonsten ist natürlich diese Schrankenlosigkeit auch durchaus ein Problem, weil sie, so wie es Lou tatsächlich gegangen ist, diesem jungen, seelisch doch recht unbedarften Mädchen, dass man die ganze Außenwelt, alle anderen Menschen letztendlich nur als Agenten der eigenen Wunscherfüllung wahrnimmt. Und wenn man dann hinzuzählt, dass Kinder und auch richtig junge Menschen grundsätzlich die besseren Nervensysteme haben als Eltern, dann liegen da natürlich lauter kleine katastrophische Momente vorprogrammiert. Und ich glaube tatsächlich, man kann sagen, dass dieses Mädchen eine legitime Vorfahrin der Kinder des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts ist. Und sie bleibt ja dann ganz lange auch dieses Mädchen, auch wirklich biografisch, ja. Ihr erster wirklicher Mann, ihre erste wirkliche sexuelle Beziehung ist mit Rilke. 36 ist sie da. Ja. Rilke ist 14 Jahre jünger, glaube ich. Und es ist aber die zweite, vermutlich wichtigere Beziehung als mit ihrem Ehemann. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt gesprungen von... Ja, wir sind immer noch bei den Männern. Von Nietzsche zu Rilke. Also als sie Nietzsche kennenlernt, ist sie 21, geistig überreif. Seelisch sehr, sehr unreif. Von all den erotischen Konstellationen, die in der Begegnung mit zwei Männern liegen, insofern ist sie schuldlos, hat sie keine Ahnung. Sie sagt noch später von sich, sie ist eher der Meinung, dass sie so etwas Merkwürdiges wie eine Sexualität gar nicht besitzt. Sie sagt auch, eigentlich war sie als junges Mädchen eher ein Mann. Sollte man mitdenken, weil die stellenweise Wirkung wirklich von Monstrosität, die sie durchaus hat, an der ist sie eben nicht selber schuld. Und die ganze Sache beginnt sich zu kehren in der Bekanntschaft mit Rilke. Und da ist er 21 und sie ist 36. Und er geht mit einer Bravour auf diese Frau, man muss schon sagen, mit einem Eroberungswillen, auf diese doch so viel ältere Frau zu, die man vielleicht einem so ätherischen Dichter wie Rilke nicht ohne weiteres zutraut. Aber andererseits ist es bei ihm möglicherweise auch von der Ausstrahlung her nicht der geläufige Eroberungswillen, so den gerade zur damaligen Zeit die Männer haben. Und ich glaube, gegen den hätte sie sich sehr reserviert gezeigt, wie sie das ja auch dann vorher Nietzsche gegenüber getan hat. Und ich glaube, es ist das Beste. Ich lese jetzt mal ein kurzes Gedicht vor, weil es
in der allerersten Zeit dieser Begegnung mit Rilke entstand. Es ist natürlich ein Gedicht von Rilke. Und nun muss man dazu sagen, dass Lou diesen frühen Dichtungen Rilkes gegenüber sehr reserviert hat, war. Es ist mehr noch zu sagen, sie hat sie auch nicht verstanden. Und ein Gedicht ist übrig geblieben. Und das hat, gerade weil sie es auch mochte, später Eingang gefunden in das Stundenbuch. Und da liest es sich wie das Protokoll einer Gottesekstase. Also man hat immer gemeint, der Adressat dieses Gedichtes sei Gott. Und der eigentliche Adressat des Gedichtes ist sie, ist eine Frau. Ich lese es mal vor, auch um die frühe Dramatik. Das Schöne ist natürlich auch die Fähigkeit eines Dichters vom Range Rilkes, Erotik, Sexualität auszudrücken, indem man es natürlich nicht in dieser so traumlos direkten Weise tut, wie wir es uns ja heute angewöhnt haben. Lösch mir die Augen aus, ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu, ich kann dich hören. Und ohne Fuß noch kann ich zu dir gehen. Und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab, ich fasse dich mit meinem Herzen wie mit einer Hand. Reiß mir das Herz aus und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du mir auch in mein Hirn den Brand, so will ich dich auf meinem Blute tragen. Das ist natürlich ungeheuer. Und ich glaube, es ist die Stärke dieses Entgegenkommens gewesen, die diese Frau so spät diesen Schritt hat tun lassen auch. Und das muss man durchaus sagen, weil sie gewusst hat, dass sie in diesem Verhältnis doch von Anfang an die Stärkere war und es auch bleiben würde. Das kommt dazu. Wir haben jetzt Lou und ihr Leben besprochen. Wir haben gemerkt, dass, wie sie Eingang gefunden hat in Kunst, wie sie transportiert wurde, wie sie als Katalysator gewirkt hat. Ihr eigenes Werk. Für sie war Schreiben etwas ganz Zentrales, also ein Leitmotiv. Die Bedeutung ihres eigenen Werks aber steht heute weit zurück hinter den Rollen, die sie gespielt hat im Oeuvre von Rilke oder Nietzsche oder anderen. Ist das zu Unrecht so? Es ist, sagen wir so, mindestens zur Hälfte zu Unrecht. Und das ist zugleich zu verstehen. Vielleicht so. Die Schriftstellerin, die Romanautorin Lou von Salome, wie sie ja ursprünglich hieß, ist wahrscheinlich doch zu Unrecht abgesunken, einfach weil ihre Sprachform, ihre romanhafte Sprachform als Dichterin, also Gedichte hat sie nicht verfasst, wollte ich gerade sagen, um Gottes Willen, kommen wir nachher noch mal drauf, aber die sind eben auch nicht stark. Mit der Ausnahme, die ich vielleicht gleich erwähne, dass es gibt ein Jugendgedicht, das Lebensgebet. Und das hat Friedrich Nietzsche vertont. Und er hat es in dem Jahr, er hat gesagt, das soll das sein, was von mir übrig bleiben soll. Es soll einmal zu meinem Gedächtnis gesungen werden. Und in dem Jahr 1887, als Lou von Salome den Orientalisten Andreas heiratet, gibt er das in den Druck, also diese Komposition. Es heißt dann Hymnus an das Leben. Und es wird immer noch kein gutes Gedicht daraus, aber man liest es doch mit einem gewissen Schaudern, wie stark es tatsächlich die ganze Lebenssituation von Nietzsche in Worte fasst, in sehr überschwängliche, frühreife Worte, aber so, dass er hat es einfach so gesagt, er hat es niemals lesen können ohne Tränen, dieses Gedicht. Ja, also die Romanautorin, die in ihrer ganzen Sprachweise doch zu konventionelle, auch zu wortreiche Autorin, die ist möglicherweise zu Recht vergessen. Man sollte sie wiederentdecken, weil es zugleich auch immer autobiografische Geschichten sind, die verwoben sind. Wenn ich gleich auf Titel kommen soll, dann würde ich es an dieser Stelle tun. Es wäre Ruth, der Roman eigentlich ihrer Mädchenzeit, unter Abzug dieser
Gottesgeschichte, über die sie eben aber zu begreifen ist. Und dann dieser wunderbare Roman Das Haus. Und in diesem Roman spielt ihr späteres Göttinger wunderbares Haus, was sie selber... Lufried. Lufried. Sie hat im Jahr ihrer Begegnung mit Nietzsche die Parsifal-Uraufführung in Bayreuth besucht. Hatte damals weder später ein musikalisches Ohr, aber Wahnfried. Und dann wurde das natürlich Lufried, wunderschön. Und das ist ein sehr, sehr humorvoller Roman. Und in dem kommt sie als Tochter der Familie vor und Rilke als ihr Bruder. Und damit wir es keinesfalls vergessen, wer unbedingt wieder zu entdecken ist, ist die... Die Theoretikerin Lou Andrea Salomé, aber das verstanden um Gottes Willen nicht in einem abstrakten Sinne, sondern immer, also man braucht nicht mal akademische Vorbildung, um diese Denkerin zu verstehen, die da plötzlich einen viel strengeren und dichteren Sprachgestus hat. Und in diesem Jahr sind in dieser so verdienstvollen kleinen Edition, Medienedition Welsch heißt das, kommen praktisch sämtliche Schriften, und das sind meistens kleine Essays, das sind Aufsätze gewesen, meistens für Zeitungen und Zeitschriften. Die sind natürlich verloren, die waren bis eben gar nicht einfach zugänglich, mit wenigen Ausnahmen. Und die sind eben tatsächlich seit dem letzten und dann seit diesem Jahr vollständig alle wieder da. Und das sollte man lesen. Aber man merkt natürlich, wie die Flamme der Biografin aus Ihnen spricht. Und man merkt eben, dass diese Verquickung zwischen Biografie und Werk auch wirklich da ist. Also, dass man die autobiografischen Bezüge, die Bezüge zu diesen wichtigen Männern wieder, vielleicht ist dieses Gedicht ja nur interessant, weil man weiß, dass der Nietzsche dann gelitten und geweint hat beim Lesen. Und ist das nicht sowieso ein grundsätzliches Phänomen der Moderne, eben diese Vermengung zwischen Biografie und Werk? Und ist es nicht bei Lou, die schon die Kunst aus dem eigenen Leben Kunst gemacht zu haben, eine Art, oder vielleicht Wissenschaft auch, Selbstversuch mit sich selber, wenn wir nochmals eben auf diese Härte zu sprechen kommen? Es gibt eine Stelle dieser wichtigen weiblichen Bezugsperson mal wieder von Meisenburg, die ja für verschiedenste kulturelle, politische Avantgarde-Kreisen eine zentrale Rolle gespielt hat. Und sie hat ja mal in einem Brief geschrieben, genau, die Wagnerianer, einen Brief geschrieben, man soll sich so verhalten, im Bewusstsein, dass man zwar eine Art Prototyp einer neuen Gesellschaft oder einer Idee ist, aber eben auch mit dem permanenten Bewusstsein einer Verpflichtung, also dass man sich nicht als Outlaw, als Outcast benimmt, sondern dieser Verpflichtung auch bewusst ist und sich so verhält. Nicht als Outcast, sondern das wäre wie eine ganz selbstbewusste Rolle, sondern so, dass man die, wie soll man sagen, konventionelleren Mitglieder der Menschheit, also fast alle, also alle Nicht-Übermenschen, dass man die mit dem, was man selber vorleben will, zugleich nicht vor den Kopf stößt. Und das hat den konkreten Hintergrund gehabt, dass Lou von Salomé, als sie 1882 sowohl Paul Reh, das ist der Philosoph, den man eigentlich heute nur noch über Nietzsche kennt, den lernt sie aber zuerst kennen, und natürlich Nietzsches engster Freund und wichtigster Freund, und auch diese Freundschaft scheitert nach dem Bruch mit Lou. Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Wie gesagt, sie hat keinerlei erotische Ambitionen in Beziehung auf diese Männer. Sie will mit denen eine Wohn- und Erkenntnisgemeinschaft gründen. Und natürlich sehen sowohl mal wieder von Meisenburg als alle anderen, das wird nicht gehen, das wird ein großes Unglück geben. Und vor allem, was soll die Mitwelt
dazu genau. sagen. Ja, der Hintergrund, Entschuldigung, um das zu sagen, also Lou stand damals durchaus unter einer extremen Drucksituation, weil die Generalschar, ihre Mutter, wollte sie eigentlich auf dem schnellsten Wege zurück nach Russland mitnehmen und dort sollte sie das Mädchen, das Leben eines Mädchens führen, das heißt zuerst einmal heiraten. Und sie sagte, um Gottes Willen, und suchte natürlich jetzt nach einem Rettungsschirm ihrer Unabhängigkeit. Und das waren diese beiden Männer. Und, aber dass das alles nicht geht, das hat sie nicht wahrgenommen. Und insofern, sie hat es genannt, die Kreidestriche des Lebens. All das, das sind ja für uns auch Kreidestriche gewesen, geworden, was man mal genannt hat, das Sittliche oder so ein Wort wie Sittsamkeit. Ist genauso abgesunken. Und das hat für Lou eigentlich aus Unbedarftheit gar nicht existiert. Es macht dann aber eben ihre Stärke aus. Insofern nie Outcast, aber man dürfte sagen, ein selbstbewusstes Außenseiter-Dasein. Und gut, das ist wahrscheinlich das Dasein jedes wirklichen Künstlers. Dazu muss man aber auch sagen, auch um den Zorn oder zu verstehen, warum der Zorn der Frauenrechtler gegen sie, der Rechtlerinnen natürlich, so unberechtigt ist. Weil die haben immer gesagt, die Frau nimmt sich alles heraus für ihr eigenes Leben, was sie zu leben anderen Frauen abspricht. Und da muss man es einfach so sagen, sie hat auch sich nicht als Künstlerin gesehen. Das war eigentlich eine Rolle, die sie sich, aber darunter litt sie nicht, nicht zubilligte, sondern es war Selbstverständigung, Selbstverständigung als Weltverständigung. Und das heißt eigentlich immer noch diesen Riss in ihrer Kindheit, dieses Fallen aus der Alleinheit. Und natürlich, man ist praktisch, das ist die Bewegung des Sündenfalls. Man steht da als isoliertes Individuum, als Subjekt der Objektwelt gegenüber auch anderen Menschen und hat doch immer wieder diese Sehnsucht nach der Einheit des vollkommenen Ursprungs. Das war der Moment, der sie immer hat denken und schreiben lassen, sowohl literarisch als auch essayistisch. Wenn man, das tönt natürlich alles sehr, wie soll ich sagen, durchdacht. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Biografie liest, hat man eigentlich immer auch ein bisschen das Gefühl, dass da ganz viele, ganz exzentrische, ein bisschen überkandidelte Menschen ein bisschen theatralisch auch mit ihrem Leben umgehen. Es ist immer ein bisschen wie zu viel. In Beziehung auf sie aber? Ja, sie selbst ist vielleicht sich so selbstbewusst quasi, dass sie dieses Überdrehte nicht hat, aber um sie herum sind alle irgendwie am Spinnen, wenn man es ein bisschen trivial sagen möchte. Und sie, wen haben Sie im Auge? Ja, ich habe Nietzsche habe ich im Auge. Ja, wir haben jetzt über ihn geredet, aber ich habe auch Ihren Ehemann im Auge. Also, und Sie haben ja selbst, glaube ich, ein Kapitel überschrieben, das Leben als Trivialroman. Erzählen Sie kurz einfach diese Anekdote des Hochzeits- oder des Verlobungsvorabends mit ihrem Ehemann. Das Wort Trivialroman war so gemeint, dass wenn man dieses Leben tatsächlich erfinden würde, wenn es das jetzt nicht wirklich gegeben hätte, dann würde man sagen, um Gottes Willen, was sind denn das für Pointen? Also kurz zusammengefasst, ihr Emanzipationshelfer, nicht als Frau, sondern als Kind, was sich nicht konfirmieren lassen will, ist ein 42-jähriger Petersburger Pfarrer. Und der steht schließlich am Ende ihrer ungeheuren Ausbildung vor ihr und sagt, ich verlasse Frau und Kinder, ich will dich heiraten. Und in dem Moment sagt sie, das habe ich nicht gewollt. Also sie versteht es auch nicht. Er war gewissermaßen die Verkörperung eines Gottmenschen für sie gewesen. Also sie hat auch ihren Vater verloren. Also dieser Hendrik Gillow, der anstelle Gottes und ihres Vaters
getreten ist und er will sie plötzlich heiraten. Also das ist das eine. Dann geht sie nach Zürich. Dann begegnen ihr sie vor zwei Philosophen. Der erste ist Rede, der zweite ist Nietzsche, die nichts weiter vorhaben, als sie zu heiraten. Ja, ich meine, wenn man das erfinden würde und dann kommt die Gemeinschaft mit Reh, warum Reh übrig bleibt. Und da muss ich in dem Moment, das muss ich ganz doll sagen, also einer, der am Spinnen ist und das in Beziehung auf Nietzsche gesagt, das tut mir jetzt wahnsinnig weh, aber vertiefen können wir es wahrscheinlich wirklich nicht. Warum ihr Lebensgefährte, ihr platonischer Lebensgefährte, ihr nächster Freund, dem sie eine tiefste Dankbarkeit gegenüber behalten wird, Paul Reh wird, hat den einfachen Grund, dass sie in der Lage ist, ihn als Bruder zu sehen. Also das ist eine unglückliche Liebe, also weil er liebt dieses Mädchen wirklich und das hat natürlich die wirkliche Liebe durchaus diesen Übertritt natürlich in das Leibliche, ja weiß Gott, und das konnte er sich ihr gegenüber nicht rausnehmen und diese Freundschaft zerbricht auf für ihn so tragische Weise. Und wie gesagt, stellen Sie sich das immer als Roman vor, in dem Moment, als dieser Altiranist Karl Friedrich Andreas, soll ich mal kurz die Herkunft sagen, wenn ich das jetzt so zusammenkriege. Also die Mutter in Batavia geboren, Sohn einer Indonesierin und eines deutschen Vaters. Und der heiratet dann den Abkömmling eines armenischen Prinzen. Der kommt im Süden zur Welt, kommt mit 3 Jahren oder 5 Jahren nach Hamburg. Also in diesem Hintergrund eines Menschen mischt sich wirklich alles, was ich irgendwie mischen kann. Und er steht, weil er als verhinderter Professor sich irgendwie über Wasser halten muss, dann vor ihrer Tür, sie ist alleine dort, in dem Haus, wo er türkischen Offizieren Deutschunterricht gibt. Ja, und es muss tatsächlich so gewesen sein, dass er und da durchaus mit der Mentalität eines Zarathustra sie sieht und wenig später weiß, die will ich. Und merkwürdigerweise, sie wird nicht gewollt haben. Sie ist aber seiner Faszination erlegen. Und dass es also wirklich zu Verlobung und Heirat kommt. Aber schildern Sie die Verlobung? Hat den Hintergrund, dass an dem Abend, wo sie, man kann es nicht anders erklären, dass sie doch einen Rückzieher macht. Und dieser Mann, immerhin im Prinzip, er wird sowieso Professor, ist ein Gelehrter. Und er stößt sich ganz kühl, eigentlich ohne das Zeichen von innerer Bewegung, sein Messer in die Brust. Und sie rennt auf die Straße völlig außer sich und ja, es gelingt, einen Arzt zu finden, ihn zu retten. Und sie schreibt das nachher in ihrem schönen Lebensrückblick. So aus den Blicken dieses Arztes entnimmt sie ganz genau, dass er glaubt, dieser Arzt, dass sie die Schuldige ist. Ja, und um wahrscheinlich den Wiederholungsfall zu verhindern, heiratet sie diesen Mann. Und die Eigentümlichkeit dieser Ehe erklärt sich wahrscheinlich sehr stark von daher, dass es einerseits eben nicht freier Wille, sondern Erpressung gewesen ist. Und dass sie aber die Bedingung gestellt hat, erstens an dem Verhältnis zu Paul Reh ändert sich nichts, was natürlich auch nicht ging. Und zweitens, sie wird tatsächlich nie das Bett mit ihm teilen. Und wenn man das verstehen will, dann ist es wahrscheinlich die Angst dieser Frau, ihre Selbstständigkeit zu verlieren. Und die verliert sie natürlich schon in dem Moment, indem sie Mutter wird. Muttersein ist vielleicht noch ein Thema, das wir anschneiden sollten. Ja. Da haben Sie ganz recht. Also sie verzichtet darauf, Kinder zu haben. Sie ist aber einmal schwanger und verliert ein Kind. Und diese wichtige, einschneidende biografische Situation taucht nur sehr marginal, wenn ich richtig informiert bin. Ja, weil die ist eben auch nicht in ihren Worten überliefert, sondern meine glaubwürdige Quelle ist das schon, unter anderem durch Sigmund Freud, dem gegenüber sie es erwähnt haben muss.
Und wahrscheinlich, ich möchte nicht noch einen Namen ins Spiel bringen, oder es ist nur ein Name, den sie hat mit diesem Mann, also trotzdem sie verheiratet war, sehr lange zusammengelebt, nach dem Bruch mit Rilke. Also insgesamt waren es mehr als 8 Jahre und wahrscheinlich ist das Kind von ihm, höchstwahrscheinlich. Man kann da nichts genauer drüber sagen und sie selber hat es eben überhaupt nicht getan. Die Quellen sind sehr indirekt. Und man kann sich auch tatsächlich, Lou, recht schwer als Mutter vorstellen. Und ich glaube, wenn man versuchen würde, ihr Leben auf die kürzestmögliche Formel überhaupt zu bringen, dann wäre das ein opferloses Dasein zu führen. Und eine opferlose Mutterrolle gibt es nicht. Also da ist man eine Vaterrolle auch nicht in einem heutigen Sinne. Also wenn man nicht davon ausgeht, dass das Vatersein eben die Angelegenheit der Mütter ist. Und ich glaube, es ist schon die Konstante dieses Lebens, dass sie sich die volle Souveränität immer erhalten wollte, was nicht unbedingt Herzlosigkeit bedeutet, was aber zugleich natürlich auch ein ganz bewusster Verzicht ist. Sie wäre ja eine späte Mutter geworden und es gibt die späte Lou, die, ich glaube, es ist auch ein Jubiläum, glaube ich, vor 100 Jahren hat sie Freud kennengelernt. Sie wird dann in ihrem letzten Abschnitt Psychoanalytikerin, Sie haben den Namen genannt, eingeführt. Freud müssen wir unbedingt noch schnell behandeln, wenn man das kann. Ist das eine Vollendung einer Biografie, diesen Weg hin über Nietzsche, über die Kunst zur Psychoanalyse? Ja, aber Rilke gehört genau mit in den Gang, also der Entdeckung der Seele und dieses, wie soll man sagen, des Drängens der Instinkte in das Bewusstsein. Also dass um 1900 wahrscheinlich keiner mehr, der einigermaßen auf der Höhe der Zeit ist, sich einbildet, dass das Bewusstsein eine absolut autarke und naturunabhängige Geschichte ist. Und nun ist die Pointe natürlich, dass das hat bloß Freud selber nicht gewusst, wie viel seines Gedankens, vielleicht in einer sprachlich reiferen Form, bei Nietzsche und nicht zuletzt im Zarathustra schon vorgebildet ist. Und das Ganze hat natürlich Lou Andreas Salomé gewusst. Und auch Rilke lässt sich dort in einer wunderbaren Kontinuität sehen, der natürlich dann, obwohl er ja nun seelisch immer in Nöten war, eine Psychoanalyse für sich abgelehnt hat. Und man sollte es unbedingt sagen, dass in Beziehung zu Freud, sie hat natürlich mit dieser ungeheuren Bescheidenheit sich eine Schülerin Freud genannt, auch aus Dankbarkeit in diese Sphäre, in diese Gemeinschaftlichkeit mit Denkern, die eigentlich dieselben Probleme hatten wie sie, eintauchen zu können. Aber, und das ist gleich deutlich in ihren allerersten Teilnahmen an diesen legendären Mittwochabenden bei Freud. Sie ist eigentlich fast vom ersten Abend an auch seine Lehrerin und vor allem seine Lehrerin. Man nennt sie ja Exzellenz in diesen Kreisen. Ja, das kommt, weil sie eben tatsächlich so stand ist in ihrem russischen Pass, Exzellenz. Und das haben dann alle übernommen. Und es wird zugleich, also ich glaube, die eigentliche Schülerschaft in diesem Verhältnis liegt durchaus auf Freuds Seite. Und das ist interessant, weil der natürlich ein ungeheurer Frauenverächter war. Und sie tatsächlich die Einzige ist, die er von Anfang an und in allen Stücken ernst genommen hat und von der sich viel mehr hat sagen lassen als von sämtlichen Kollegen. Und vielleicht, um das noch zu sagen, dass man der Frau, man hat ihr einfach abgesprochen, das Erwachsensein. Das ist eigentlich immer natürlich, indem man eigentlich sie vollstopft mit Konvention. Jemand, der niemals lernt, ich zu sagen, also das Wort ich, nur in einem konventionellen Sinne benutzt, der ist auch nicht erwachsen. Und insofern das Sekundärstadium des Narzisstischen, dieses Phänomens, was Lou dann auch im Umkreis der Psychoanalyse immer zentral beschäftigt, was sie viel weiter fasst als Freud, ist natürlich immer noch das. Für Freud war es endlich
entweder so, dass eben der Ausweis dafür, dass Menschen, die erwachsen geworden sind, und es ist natürlich, wer ist das narzisstische Geschlecht? Die Frau vorm Spiegel, ja. Mhm. Und alle von Nietzsche angefangen, über Rilke, und es ist ein Teil ihrer großen Faszination, die sie auf Männer hatte. Sie begegneten einen Erwachsenen. Sie, also Lou, das ewige Mädchen, und dann das letzte kurze Kapitel in ihrer Biografie ist ja das Lob des Alters. Ein kurzes Kapitel, aber ein langes zeitlich gesehen. Ja. Und man merkt eine extreme Entschleunigung in ihrer Biografie, also dieses Lou-Fried in diesem, es wird ja auch unzimperlich, auch als langweilig beschrieben, in Göttingen, dieses Leben dauert lange. Es ist nicht mehr dieses permanente Reisen, es ist nicht mehr dieses Exaltiertsein, es ist Kaninchen züchten, Hühner, Eier. Nutrias, eine Pelztierfarm aufzumachen, diese Tierliebhaberin. Geht, ja, und in dieser Zeit passiert in der Welt unglaublich viel, und ist es halt vielleicht so, dass sie nie erwachsen wurde, aber dafür auch. Das habe ich nicht gesagt, sie war eine Erwachsene, das ist ja, es. Ja, sie war es durchaus, und sie verstand auch auf eine wunderbare Weise zu altern. Ich glaube, hier ist es vielleicht auch ein dramaturgisches Mittel. Ich meine, im Leben eines jeden Menschen dauert das Alter, ich glaube, wir ahnen das erst heute, weil wir so viel älter werden. Das dauert unwahrscheinlich lange, aber der Sache nach passiert weniger. Dass sie nicht mehr reisen konnte, dass sie nicht mehr das Leben führte wie früher, lag natürlich, das war nach dem Ersten Weltkrieg. Sie hat Unterstützung von Freud bekommen, finanzielle. Also die waren einfach verarmt. Ihre ganze, das war also das Deutschland der 20er Jahre. Na mein Gott, wie überleben, ne? Und ich würde insofern sagen, nicht das ewige Mädchen, sondern ich glaube, man spürt es auch im Buch, eine unglaublich souveräne Weise, einverstanden sein mit sich auch im eigenen Verlöschen. Und das ist ja nun für keinen Menschen mit gesteigerter Selbstwahrnehmung, und das war sie durchaus, es ist nicht einfach, und sie hat es gekonnt. Zum Schluss die Wirkung heute von Lou Andrea Salome. Wir haben jetzt das oft auch angeschnitten, aber ganz konkret junge Menschen, die unter einem unglaublichen Selbstfindungsstress stehen heutzutage. Inwiefern ist Lou Salome ein Vorbild, ein Prototyp, ein Fixstern für heutige junge Menschen? Es gibt einen Satz über sie, den ich sehr schön finde, und der es auch wirklich trifft, auch in seiner vielleicht Überzogenheit. Sie war der erste wirklich freie Mensch. Und das meint natürlich auch die Selbstverständlichkeit ihrer Selbstfindung, ihres Ruhens in sich selbst. Und dabei stand schon ihr, also die Situation, wenn wir uns nicht in religiöse Schneckenhäuser, also von dort her unsere Gewissheiten nehmen, dann wissen wir natürlich, dass wir sind zwar auf der Welt, aber uns hat nichts und niemand gemeint. Also was ist das, der Sinn des Lebens? Den gibt es nicht. Er ist höchstens das Leben selbst. Und das so mit allen offenen Organen und mit aller Wahrnehmungsfähigkeit und auch mit aller Bereitschaft zur Tragik und darin wieder Stärke zu zeigen. Ich glaube, darin ist sie durchaus vorbildhaft. Und nun ist es schon so, dass es möglicherweise den wenigsten Menschen mit solcher Bravour gelingt wie ihr. Aber vielleicht auch in diesem Hinblick gelassen zu sein und zu wissen, hier ist auch, man darf sich nicht völlig überanstrengen. Man muss sich immer wieder, ja, wem es zu Gebote steht, fallen lassen können in sich selbst. Und sie hat das wunderbar beherrscht. Kennen Sie eine Figur heute, die heute lebt, von der Sie sagen würden, jetzt, wo Sie so eine reiche Kenntnis von Lou haben? Nein. Die ist wie Lou? Nein, weil da immer etwas anderes nicht stimmen wird. Und nun ist, das gehört nun auch zu unserer Zeit, natürlich also Menschen von so hoher Geistigkeit, die jetzt zugleich nichts, weder etwas akademisch Verstiegenes noch etwas Verblasenes hat, also überhaupt nichts in Richtung Esoterik. Und so viele ein so universelles,
Weltverständnis auf so unangestrengte Weise. Also wie soll man sagen, der geistige Horizont, der ist bei den wenigsten noch so weit. Ja, und zugleich war sie in all ihrer Lebensführung natürlich doch eine Dame. Insofern, es gibt viele Beispiele wirklich schöner, freier Existenz heute. Aber das Bild eines Menschen, das so fast deckungsgleich wäre heute mit ihr, ich muss sagen, nein, mir ist es in der Form, dass es wirklich stimmen würde, eigentlich nicht begegnet. Das schließt nicht aus, dass so ein Mensch durchaus existieren könnte. Oder sich darin wiedererkennt. Ganz genau das auch. Frau Decker, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses sehr schöne Gespräch. Ihnen auch. Vielen Dank. Dieses Gespräch sehen Sie auch auf unserer Website oder aber Sie bestellen es als DVD unter folgender Adresse. Schweizer Radio und Fernsehen, Redaktion Sternstunden 8052 Zürich. Ihre E-Mail erreicht uns unter sternkopien@srf.ch. Nächste Woche beugen wir uns in der Sternstunde Philosophie über brisante Phänomene wie zum Beispiel WikiLeaks und Whistleblowing. Gesellschaftliche Phänomene also, die eine Informationsgesellschaft scheinbar zwangsläufig mit sich bringt. Jetzt aber steigen wir erstmal in die Höhe. Und erkunden New Yorks ersten ökologischen Wolkenkratzer, den Hearst Tower, eine weitere Marke des britischen Architekten Sir Norman Foster. Zuerst aber dürfen Sie sich noch etwas erfrischen lassen von Frischfilm, unserem frechen kleinen Fenster zur Welt. Die von Ihnen produzierten Filme finden Sie entweder auf unserer Sternstunden-Website oder immer am Sonntag hier bei uns kurz vor 12. Er ist der erste Wolkenkratzer, der in New York nach dem 11. September, nach 9/11, neu gebaut worden ist. Es ist eines der umweltfreundlichsten Hochhäuser überhaupt. Und es ist ein Hochhaus, das, hat man es einmal gesehen, nicht so schnell wieder vergisst. Das Hearst Building in Manhattan setzt Maßstäbe und das gewollt von seinem Architekten Norman Foster. Ironie der Geschichte, am Morgen des 11. September 2001 präsentiert Foster sein Modell vor der Bauherrschaft. Die Sitzung muss abgebrochen werden wegen Mohammed Atta und einigen weiteren Gotteskriegern, die zwei Flugzeuge ins World Trade Center steuern. Trotz allem, was folgt, Foster soll bauen. 2006 wird eingeweiht. 5 Jahre Hearst Building, 10 Jahre nach 9/11 und ein Architekt, dem die Zukunft am Herzen liegt. Sehen Sie bis zum Wahlstudio eine halbstündige Dokumentation.